heute im Wallis bei Sion einen weiteren Schritt Richtung Titel machen können. Und apropos Sion, wissen Sie eigentlich, welcher Super League-Trainer am längsten bei seinem Verein engagiert ist? Ja, man glaubt es kaum, aber es ist wirklich der vom FC Sion. Laurent Rousset ist seit einem Jahr und 55 Tagen Sion-Trainer. Noch 6 Wochen und er wird auch den Constantin-Trainer-Rekordhalter Barberis eingeholt haben. Als Sion den ersten Eckball treten konnte, erwarteten alle eine hohe Flanke auf Wanzak. Der Ball kam aber tief, trotzdem auf Wanzak und Streller musste am Pfosten retten. Nochmals diese Rettungsaktion in der 10. Minute. Wilmos Wanczak, der Eckballschreck der Liga. Der nächste Sion-Eckball nach 15 Minuten, diesmal traditionell geschlagen und Wanczak wieder am Ball. 9 Tore hat er diese Saison schon erzielt, die große Mehrheit davon genau so. Sion insistierte, kam mit Obradovic, Flanke auf Danilo und der war gerade mal eine Suppenportion zu klein. Die Szene allerdings eher spektakulär als wirklich torgefährlich. Wieder 5 Minuten später das Umgekehrte, diesmal Danilo zu Obradovic, aber Jan Sommer im FCB-Tor weiterhin unbezwungen. Dann zündete Shaqiri den Turbo, schöner Pass auf Stocker, der reklamierte, versuchte zu scoren und dann war die günstige Gelegenheit bereits wieder vorbei. Foul Sion oder Handspiel Basel, jeder konnte sich das ihm Genehme aussuchen. 42. Minute, frei, Shaqiri, frei, Yappi, der FCB endlich erwacht. Shaqiri, auch heute wieder überragend. Shaqiri, frei und Wanczak rettete auf der Linie. Shaqiri, Steinhöfer, Shaqiri. Stocker, Adailton, Stocker verlangt einen Handelfmeter. Schiedsrichter Studer entschied auf angeschossen, also im Zweifel für den Angeklagten. Basel war zwar nur in den letzten 5 Minuten vor der Pause spitze, aber in denen brachte es mehr zustande als Sion in den 40 Minuten zuvor. Zweite Halbzeit. Steinhöfer, Shaqiri und wieder Steinhöfer, der Außenverteidiger im Vorwärtsgang. Streller, Handspiel, frei zur Stelle, Tor, das 1:0 für die Basler in der 49. Minute. Es war dies das 20. Meisterschaftstor von Alex Frei, dem klaren Leader der Torschützenliste. Streller als Zweitbester der Liga schaffte genau die Hälfte. Das Tor machte auch alle Handspenalty-Diskussionen überflüssig. Sion-Trainer Laurent Rousset reagierte kurz darauf mit einem Doppelwechsel. Yoda und Rodrigo, beide auch so etwas wie Stammspieler, kamen. Und tatsächlich, das brachte neuen Schwung ins Walliser Team. Rodrigo, Yoda, Gretenon. Und FCB-Goalie Sommer mit der besten Tat an diesem Nachmittag. Basels rechter Außenverteidiger Markus Steinhöfer heute extrem offensiv. Hier sogar mit einem Dribbling im Strafraum und dem 2:0 in der 74. Minute. Das erste FCB-Meisterschaftstor für den ehemaligen Bayern-Junior. Shaqiri hatte auch in dieser Szene seinen Fuß im Spiel. Basel hatte seine Siegespflicht erfüllt, doch nun folgte noch die Kür.
Und zwar mit diesem prachtvollen 3:0 durch Alex Frank. Was soll man da noch sagen? Am besten gar nichts mehr. Einfach schauen und genießen. Sion Basel 0:3. Eine weitere Show vom FCB, aber die Meistershow, die war es noch nicht. Schauen wir mal schnell, wie sich die Tabelle präsentiert. 5 Runden vor Schluss. Basel zuoberst 62 Punkte. Dann Luzern mit 46. Jetzt, wenn man rechnet, Luzern kann noch 15 Punkte machen, kommt die dann ja eigentlich auf 61. Und trotzdem kann man heute eben gleich noch nicht sagen, Basel ist Meister, weil es gibt so 2 virtuelle Punkte, die noch rumschwirren. Das hat mit dem Punkteabzug im Fall Sion zu tun. Die Vereine, die protestiert haben, die kriegen allenfalls noch die Punkte wieder zurück aus diesem Spiel. Und der FC Luzern würde dann allenfalls noch 2 Punkte kriegen, je nachdem, wie das die Tasse entscheidet. Und darum ist halt eben heute auch der Meisterjubel ausgeblieben beim FC Basel. Das ist auch so eine Episode aus dieser Meisterschaft. Aber Basel ist auf dem Weg zum Meistertitel. Die Freude wird das Ganze nicht trüben. Und vor allem nicht bei dem Spieler, der heute 2 Goal geschossen hat. Ich glaube, es war ein gutes Spiel. Erste Halbzeit ausgeglichen. Zweite Halbzeit hat uns die Jan Sommer mit einem super Reflex im Spiel. Und ab dem Moment waren wir in absolut überlegen. Und am Schluss auch verdient in der Höhe der Sieger. Ja, wir waren gut im Spiel bis 1:0. Wir haben eine gute Leistung gebracht bis 50 Minuten. Und nachher, ja. Basel ist einfach die beste Mannschaft in dieser Saison. Das ist ja das, was das Salz in der Suppe ist und auch jeden Trainer freut, wenn man nicht nur gut spielt. Das ist das, was die Mannschaft in der Kabine auch gesagt hat in der Halbzeit. Gutes Spiel reicht mir nicht, gut ist dann gut, wenn man auch einen Angriff erfolgreich abschließt mit einem Tor. Also ich kann nicht sagen, ich habe bis zum 16. Jahr gut gespielt und habe alles im Griff gehabt und dann mache ich kein Tor. Und das ist das, was mich doch auch nicht nur heute erst gestört hat, sondern auch vielleicht die letzten paar Spiele schon. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit ganz gut umgesetzt. Ich glaube, wir haben irgendwie 5 Tabellen daheim, wo irgendwie jedes Gericht irgendwie noch ein bisschen involviert ist. Und darum ist es so, dass wir jetzt, wenn wir los und schlönen vor unserem eigenen Publikum, dass wir dann verdiente Meister wären und dann auch kein Gericht auf der Welt uns könnte von dem abhalten. Ich habe immer gesagt, in einem Heimspiel Meister werden ist viel schöner. Also versuchen wir es nächsten Sonntag.